Leute, mein Name ist Hotzaste und willkommen zurück zu einer weiteren Folge Factorio. Für mich war es ein Weilchen her, seit ich das letzte Mal aufgenommen habe. Aber ich glaube, letztes Mal haben wir hier unten etwas optimiert. Ja, wir haben eine elektronische Stahlschmelze, eine für Eisen, eine für Kupfer und dann hier drüben haben wir auch die Forschung etwas mit Modulen gepimpt. Aber wenn ich mir das Ganze hier so anschaue, hier oben, da kommen einfach zu wenig rote Schaltkreise raus. Und ein Engpass, den ich ausmachen kann, ist, wir bekommen hier kein volles Band an den grünen rein. Das heißt, wenn wir hier schauen, ganz am Ende haben wir Eisen und Kupfer übrig. Was bedeutet, wir könnten hier noch etwas erweitern. Und wenn wir hier zwei Module rankleben, dann müssen wir den Ort, wo wir die Bänder zusammenführen, auch etwas verschieben, nämlich hierhin. Damit das Ganze gleichmäßig bleibt. Diese Maschine läuft nun nicht mehr, da sie nichts mehr aufs Band legen kann. Fast ein volles Band. Vielleicht sollten wir dieses Band hier oben rauflegen. Weil dann können wir am linken Band jetzt haben wir drei Maschinen links, drei rechts. Wenn wir hier die hier rannehmen, dann müssen wir hier hoch. Schauen wir uns doch mal die Produktion an. Hat sich da was getan? Hier hatten wir einen Peak. Und hier haben wir wahrscheinlich umgebaut. Sind, glaube ich, jetzt ein bisschen schneller.
Gut, was sollen wir forschen? Was werden wir brauchen? Okay, nun sehen wir, bis hier hinten kommt kein Kupfer mehr. Was heißt, unser rotes Band hier ist ausgelastet. Können wir fast nicht mehr viel mehr rausholen. Wie sieht es hier aus? Sieht so aus, als dieses Band hier für die blauen Fläschchen voll läuft. Das heißt, wenn wir hier voll sind, dann bleiben auch mehr hier auf dem Band zurück. Hier stauen sich die Grünen auch schon auf dem Band. Sehr gut. Da fehlen überall noch Greifarme. Und wenn dann hier oben mehr rote herankommen, haben wir auch mehr übrig für Module. Gut, haben wir das erledigt. Was das nächste Projekt ist, hier etwas aufzubauen. Bahnwerke. Und dann einmal rein, einmal raus und dann Kisten. Wo bekomme ich Strom her? Hoffentlich von da unten. Sollten wir hier ja nicht mehr brauchen. Sehr gut. Dann geht's wieder ab nach oben. Dann kann ich hier die andere Farbe hier. Genau. Und das kopieren wir jetzt. Ja, mal so rüber. So rum und den verschieben wir auch um eins. Oben. Nimmt natürlich die Abstände mit den Masten nicht mehr. Und hier werden wir nun produzieren. Eisenkisten.
Ja, vielleicht nicht ganz so viel. 100 Stahl sollten reichen. Dann nebenan die passiven Anbieterkisten. Und hier diese Kiste, die begrenzen wir 2 Stacks. Und da machen wir die Anforderungskisten. Werden wir auch noch brauchen. Was fehlt uns da? Stahl. Stahl können wir uns besorgen. Unten. Irgendwo. Ja, da. Da habe ich ein eine Behelfsfabrik für die Roboterhangare, weil die werden wir brauchen. All dies will ja auch versorgt werden. Das heißt hier. Auch von den Robotern da. Ich denke, diese Fabrik werde ich anders platzieren. Wir brauchen ein paar Stapelgreifarmen. Hätte nicht gedacht, dass es mir dann an Eisen fehlt. Denn nun können wir hier oben, da platzieren wir eine Kiste. Da geht was rein, da geht was raus. Gut, dann brauchen wir hier sowas und das. Okay, dann. Wir brauchen hier möglicherweise hier.
und dann natürlich hier auf dieser Seite. So, dann hier mal die. Grenzen wir auch auf 2 Stacks. Die anderen. Auch 2 Stacks. Da können wir dann die hier gleich mal mit reinlegen, dass die produziert werden. Dann hier brauchen wir die hier. Dann brauchen wir Zahnräder. Und denen etwas mehr. Hier vielleicht 4. Weil die stacken nur zu 10. Das Problem wird sein, hier in dieser Kiste wird nichts drin landen, solange hier nicht alles zurücksteht. Solange wir da keinen Vorrat haben, werden hier keine Roboter gebaut. Und die packen wir jetzt mal hier rein. Und dann sollten die Kisten beliefert werden. Dann schauen wir mal, woran fehlt es denn hier? Ja, hier hinten haben wir fast keine grünen Schaltkreise. Da kommt einfach zu wenig Kupfer. Vielleicht, wenn wir hier das Ganze upgraden,
Rote Bänder. Vielleicht braucht es dann auch ein bisschen mehr bei unserer Schmelze. Wir haben ja drei. Eine funktioniert mit Strom, die anderen beiden noch mit Kohlen. Vielleicht ersetzen wir da oder stellen eine weitere Schmelze daneben. Unbetriebene und dann vielleicht die eine Kupfer ersetzen, denn ich glaube, sie sind gleich schnell, was der Schmelzprozess anbelangt, aber in den Lichtbogenöfen können wir natürlich Kohle reinpacken. Bisschen viele gelbe in der Tasche, weil wir so viel abgegradet haben. Hier hinten sind wir stehen geblieben. Zumindest genügend Förderbänder in der Tasche haben, bis unten abzudaten. Auf Blau. Ja. Als hätten wir hier hinten immer noch ein volles Band. Ja, ich denke, wir belassen es hier für diese Folge und optimieren nächstes Mal weiter. Also bis dann und tschüss!